Mahlzeit, ihr Potheads. Knochen wieder hier. Guten Tag. Na, läuft's. Heute zeige ich High Prof Profit. High Profit, für mich selber schon. So, also nochmal. Heute zeige ich High Profit. Von Spielen kann man nämlich nicht wirklich reden. Das ist mehr so eine Simulation, so ähnlich wie Adventure Capitalist, falls das irgendjemand mal gespielt hat. Also eigentlich nur geht es nur darum, Kohle zu verdienen. So ein richtiges Ziel hat man auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wann der irgendwann Ende ist. Ich habe ihn gerade eingeloggt, da kriegt man halt diese Meldung hier, dass man so und so viel hier 14,72 Quadrillionen verdient hat. Das sind also 8, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, 8 Trillionen oder so. Obwohl Quad sind ja 4, also 4 Trillionen gibt es wahrscheinlich gar nicht. Und hier Far Out bedeutet hin zur Hütte. Hier sieht man, hier ist ein aktuelles Event am Laufen, noch für 4 Tage und 9 Stunden. Da kommen wir auch gleich dazu. So, das ist jetzt, also jemand, der Adventure Capitalist gespielt hat, der wird erkennen, das ist eigentlich Adventure Capitalist nur auf Kiffer hier. Ja, getrimmt. Und man sieht, das sind all meine Plantagen hier, das sollen alles Plantagen sein. Da stehen jetzt noch keine Namen. Up in Smoke, das war früher, also ich vergleiche das jetzt mal mit Adventure Capitalist. Da war es Angel Claim. Und überhaupt die 218 zu bekommen, hat mich, weiß ich nicht wie lange, ich weiß nicht wie viele Tage das gedauert hat. Ihr werdet sehen, beim Event geht das viel, viel schneller als hier. Aber gute 5 Tage oder so hat es gedauert, bis ich diese 218 Engel hier, 218 Rauchwolken zusammen hatte. So, ich claim jetzt nochmal. Dadurch wird alles zurückgesetzt und man fängt von vorne an, aber kriegt pro Wolke 2% mehr Verdienst. Das heißt, hier müssten wir jetzt knapp bei 1000 dann sein. Guck nochmal kurz. 979. Also sagen wir knapp 1000, ja knapp 2000% jetzt mehr Einnahmen. Und hier steht jetzt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die heißen, das sind die ganz einfachen hier. Bab, bab, da muss man halt ein paar Mal raufklicken. So, dann kauft man sich ein paar neue Plantagen dazu, zu dem jeweiligen Produkt, sage ich mal. Ich versuche das so schnell wie möglich jetzt zu machen. So, wir gehen mal gleich auf 10. So, wir brauchen so einen Trimmer. Jemand, der sich um die Plantagen kümmert, damit die man nicht immer selber raufklicken muss und die automatisch weiter produzieren. Nehmen wir jetzt sie hier. Dann können wir gleich schon mal, gehen wir mal auf 10 hier. So, jetzt kann ich Maui Waui kaufen. Das ist halt ein anderes Gras und das geht hier bis die Ananas Express, Pineapple Express, Strawberry Cough, also Erdbeerhusten, Banana Kirsch, Tangerine Dream und Super Skunk. Das ist das teuerste hier. So, ich kaufe dann hier schon mal ein. So, wie man sieht. Ab einem bestimmten Punkt gibt es halt Erfolge, beziehungsweise gibt es halt so einen Bonus dazu. Und man verdient halt mehr mit den mit der Herstellung hier. So wie hier jetzt. Doppelte Geschwindigkeit. Irgendwann gibt es auch mehr Einnahmen. Allerdings muss ich sagen, das Event ist an sich geiler. Das ist ja das Standard. So sieht das Spiel immer aus. Und dazu gibt es halt immer die Events. Das ist hier in dem Fall Time Travel. Da gehe ich auch gleich mal hin. Und da kann man halt dementsprechend dann auch ganz schön verdienen. So kann man dieses Geld nirgendwo einsetzen. Mit dem Geld hier kann man woanders noch hin, um halt so ja, in der Zeit zu reisen. Und ich würde das gerne mal zeigen, aber ich glaube, so weit komme ich jetzt noch nicht. So, Upgrades, hier kann man den Profit erhöhen. Braucht man halt 2000, ja, ich sag mal, Hanfscheine. 250.000 Hanfscheine, 500.000, 1 Million. Haben wir jetzt, so, hier erhöhen wir den Profit jetzt einfach. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Weil gerade hier, das braucht ewig, gerade hier. Also so die erste, wenn man nur eine Plantage hat, dann dauert das, was, ich weiß nicht, was, 8 Stunden oder so, bis das fertig ist. Das ist einfach Wahnsinn, wie lange das dauert. So, wir erhöhen das jetzt hier auch mal alles. So jetzt, ach hier, siehst du, da fehlt mir der Trimmer. Den will ich jetzt kaufen. Und die kaufe ich auch gleich. Das ist für Purple Cash. Und so würde es halt immer weitergehen und nach würde man dann hier halt neue Wolken dazu bekommen, die man auch wieder einsetzen kann. Und ich habe das Event, weil es gerade ja noch lief, als ich angefangen habe, oder es läuft ja immer noch, aber als es lief, als ich angefangen habe, habe ich also zur gleichen Zeit gestartet und da habe ich schon, weiß ich nicht, ich glaube über 100.000 Wolken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel das waren. Ich werde jetzt hier auch gleich mal rüber hüpfen. So, Time Travel 420, das ist so 70er Jahre sein, oder ich weiß nicht ganz genau. Das ist das aktive Event hier. Und hier kann man hin, wenn man eine Dezillion hat, die muss man aber hier in dem normalen Spielteil verdienen. Game of Stoned würde ich auch gerne mal rein. Gucke ich demnächst mal. Ich denke, dass ich das jetzt schaffe mit etwas mehr Wolken. So, hüpfen wir rein hier. 6 Trillionen habe ich verdient, 31,97 Sextillionen, seitdem ich weg war. 8 Stunden.
Und 22 habe ich jetzt also nicht eingeloggt. Wie man sieht, hier. Also ich fing an mit, weiß ich nicht, 1000 Wolken und dann kam es immer mehr und mehr und mehr und ich habe vor 8 Stunden zurückgesetzt. Fast eine halbe Million Wolken dazu bekommen. Und hier ist das so ähnlich, nur gibt es ein paar andere Sorten. Und ich würde mal sagen, ich setze jetzt mal zurück, damit man sieht, wie schnell es im Vergleich zu der anderen, also normalen Spielseite läuft. So, also ich hole mir jetzt die Wolken. Da müsste ich eine gute Million haben. Ja, 1,47 Millionen. Man kann die Wolken auch einsetzen hier bei Upgrades. Das heißt 420.420 Wolken, um den Profit um 420 zu erhöhen. Alle, die mal ein bisschen rauchen und die wissen, was diese Zahl bedeutet. 420, ne? Das ist eine heilige Zahl da. unter den grünen Zigarettenrauchern. Und will ich aber nicht einsetzen, denn ich will ja mehr Profit haben. Irgendwann, ich glaube, wenn man im Millionenbereich ist, dann machen die 420.000 auch nichts mehr aus. Aber jetzt will ich halt erstmal noch mehr verdienen. So, ich kriege ja schon für eine Plantage 31.000, während ich auf der anderen Seite 200 oder nicht mal bekomme. Ja. So, klicke ich einmal rauf. Allerdings dauert das hier ein bisschen länger. Also rattert nicht so schnell durch am Anfang wie auf der anderen Seite. So, ich kaufe mir ein paar einzelne. Zack, 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 zack und zack und zack. Dann gehe ich mal auf die Zehner, bab, bab, dann kommt die alle durch, kaufe mir die Trimmer hier. Und bin auch relativ schnell dann schon gut dabei. So, jetzt erhöhe ich das einfach. Um halt, hier ist es so, hier wird nicht so häufig die Geschwindigkeit erhöht, auf der anderen Seite wird mehr die Geschwindigkeit erhöht. Dafür wird hier mehr der Profit erhöht. So, 42-facher Profit hier auf der Seite. So, ich kaufe schon mal all diese Trimmer hier. Landschaftsgärtner würde man hier irgendwie sagen. Also die Gärtner kaufe ich hier. So. Und erhöhe das immer, bis es den ersten Bonus gibt. So, und es läuft schon alles durch. Ich verdiene ja eigentlich mich jetzt schon dumm und dämlich, also mehr als auf der anderen Seite. So, ich kaufe hier schon Sachen, also Boni für Sachen, die ich noch gar nicht habe. Auch hier erhöht, hier auch erhöht. Wir sind schon die nächsten Trimmer hier. Da stehen noch die Namen, könnt ihr alle durchlesen. Habe ich jetzt nicht drauf. Hazy Skunk, Vortex, Sour Diesel, Jack Harrah. Jack Harrah ist vielleicht also für mich ein ganz normaler Name. Kann aber gut sein, dass das irgendjemand ist, der vielleicht irgendwie was mit der Szene da zu tun hat. Keine Ahnung. Obwohl, ist das eine Szene? Eigentlich ist das keine Szene. Eigentlich auch dusselig. So, hier dauert es jetzt meistens ein bisschen länger. Gerade die letzten beiden. Hier, Jack Harrah ist unheimlich teuer. Also, da kann man hier jetzt nicht 100er Stapel kaufen. So, warum habe ich hier aufgeklickt? Kann man noch einen Trimmer holen. So, habe jetzt alle Trimmer gekauft. Und erhöhe schon mal den Profit, selbst für Sachen, die ich noch gar nicht habe. So, bis ich auf die Quadrillion komme, wird es einfach ewig dauern, die 82, also kaufe ich die einzeln dann. Und jetzt hat sich erstmal schon die Geschwindigkeit erhöht, dadurch, dass ich von jedem einen hatte. Die Geschwindigkeit erhöht sich nochmal, wenn ich 5 von jedem habe und dann nochmal bei 10. Allerdings ist das wirklich, wirklich, wirklich teuer. Nur mittlerweile kriege ich so schnell die Boni. Am Anfang hat es ja länger gedauert, aber da ich jetzt schon einfach wirklich hier unheimlich viel Kohle verdiene. Hier dauert es am längsten. Auf der anderen Seite dauert es 8 Stunden ganz unten. Und hier dann halt nur 3,5 Minuten. Aber wie gesagt, das können wir noch ein bisschen schneller machen. So, jetzt kriege ich auch schon 42-fach mehr Profit hier. Das sind dann schon im Quadrillionenbereich. Hier haben wir jetzt auch, da ist bei 5. So, auch hier 42. So, jetzt muss ich ein bisschen warten, leider. Aber hier gibt es schon wieder Upgrades. Die werde ich jetzt erstmal noch nicht kaufen. So. Jetzt wieder alle die Geschwindigkeit für alle erhöht. Und jetzt bin ich schon im Quintillionenbereich. Eigentlich gibt es ja auch nicht allzu viel mehr zu sagen. Hier habe ich jetzt noch keine Wölkchen verdient. Ich will immer Engel sagen, einfach nur wegen Adventure Capitalist, weil es Engel ist. Aber wenn ihr die beiden Spiele vergleicht, Adventure Capitalist, habe ich auch ein bisschen was hochgeladen hier. Auch mal gespielt, 2015 oder so, oder war es schon 16, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist halt ziemlich ähnlich, nur dass halt die Thematik eine andere ist. So, ich versuche jetzt erstmal hier auf 10 zu kommen, aber das wird echt schwierig. Jetzt sind es schon 143, 141 Quadrillionen. Hier könnte ich ein bisschen schneller auf 10 kommen. So, aber es geht eigentlich relativ schnell. Mehr gibt es hier dazu auch eigentlich nicht großartig zu sagen.
Ich brauche jetzt 1,72 Quintillionen und dann kommt es aber schon 22 Quintillionen. Und also das ist nicht so einfach. Ich meine, dafür, dass ich das jetzt innerhalb von ein paar Minuten gezeigt habe, das, was ich jetzt hier ein paar Minuten gezeigt habe, dafür habe ich sonst irgendwie mehrere Stunden gebraucht. Am ersten Tag, da ging es noch, obwohl am ersten Tag bin ich gar nicht da hingekommen. Ich habe irgendwann hier mir diese Wölkchen geholt, jetzt habe ich schon 19. Und in einer Stunde habe ich wahrscheinlich, ist das mal 190.000 dann. Und das ist eigentlich relativ unterhaltsam. Der Vorteil ist, das Spiel kann man einfach nebenbei laufen und kann sich irgendwelchen Kram auf YouTube oder so angucken. Natürlich frage ich mich, wo macht man dann weiter? Also irgendwann ist ja ein Ende. Man macht einfach unheimlich viel Kohle, aber da gibt es ja irgendwann kein Ende. Hier gibt es übrigens noch Trophäen. Die habe ich bekommen, das ist die bronzene, dafür, dass ich 6 von jeder Sorte hatte. Dann gibt es noch eine silberne, oder dann kann ich mal rum. Ach, hier. 6, 26 und 55. Keine Ahnung, was das letzten Endes bedeutet oder ob man da irgendwie einen Vorteil von hat. Ich denke mal nicht. Viel ist auch nicht los hier. So, Quintillion, jetzt sind schon 21. Und ja, ich hole mir jetzt einfach noch die Upgrades. Ich gucke da mal kurz, wie es auf der anderen Seite aussieht. Nochmal kurz rüber hüpfen hier. Ich will einfach Game of Stone, da würde ich ja mal reingucken. So, 1 Million verdient. Ich kaufe jetzt mal alles hier. Zack und zack. So, da gibt es Upgrades und Trimmer brauche ich aber auch noch. Strawberry Cuff, okay, das brauche ich. Also ich brauche da einen Trimmer für. Und wie man sieht, jetzt dauert schon 6 Minuten. Auf der anderen Seite dauert kein, nicht mal am Anfang, ohne dass man einen Bonus hat, dauert irgendwann 6 Minuten. So. Die Boni hole ich mir auch hier, damit der Profit ein bisschen höher ist. Man sieht, das dauert einfach ewig hier. Und ist dann auch ermüden, wenn das das Basisfenster hier ist, das Basisspiel. Ich kann dann nochmal auf die andere Seite gehen. Wie weit sind wir da schon? Okay, hier geht es auch nicht großartig weiter. Aber das war es im Großen und Ganzen. Und ich glaube, das Unterhaltsamste sind eher die Events. Natürlich ist das Spielprinzip, also die Basis ist immer gleich. Es gibt bestimmt auch so Sachen, wo man mal kurzfristig was erhöhen kann. Noch habe ich jetzt sowas nicht gesehen. Und wenn ich mal bei einer Dizillion bin, auf der anderen Seite, dann gucke ich mal, wie... jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, da werde ich mal jedenfalls Game of Stone antesten und werde mal reingucken und werde mal aufzeichnen. Und bin mal gespannt, was das da Lustiges wird. Also, wenn jemand ein bisschen Zeit vertrödeln will, ist genau das richtige Spiel hier. Jemand einfach nur Kohle sammeln will. Ich weiß ja nicht, ob es da noch irgendwelche großartigen Errungenschaften gibt. Im Moment ist mir jetzt nichts aufgefallen, außer hier die Bronze und silberne und goldfarbene Bronze. Und ja, das war es erstmal hier so. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja, hier kann man sich noch die Unlocks angucken. Da sieht man, wann der nächste Boni kommt hier. Da brauche ich halt 1111 von diesen Plantagen, 57 von denen und so weiter und so fort. Oder 10 von allen. Das würde die Geschwindigkeit erhöhen. Das ist glaube ich, die einzige Erhöhung hier immer. Die Geschwindigkeit, wenn man so und so viel von jeder Sorte hat. Und da war es, gebe ich noch die Upgrades. Ach hier, da kann ich auch schon Quintillion. So, das verdienen wir relativ schnell. Ja, dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich mache demnächst dann noch, wenn ich dann irgendwann mal bei Game of Stone mitmachen kann, mache ich noch ein kurzes Video. Und ja, muss es aber wissen, kostet ja nichts. Gibt es bei Steam, wo sonst. Und ja, viel Spaß noch. Also bis dann, ciao, ciao.